schaue gerade noch nicht vorzeigbar aus. Naja, ich mache jetzt Sport. Es ist vor 10 Uhr noch, Karfreitag. Ich dachte mir, ich mache mal einen Ostervlog und nehme mal hier ein bisschen mit. Ihr werdet mal sehen, was hier zu sehen. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, was das hier wird. Es wird ein Versuch, anders anzuknüpfen, was vor 2 Jahren schon mal war. Und da könnt ihr auch den Vlog gerne nochmal dazu angucken. Jetzt blinkt natürlich meine Kamera und ich werde erstmal in den Akkuladen gehen. Und gehe jetzt raus und zwar in die Sonne und lese weiter mit Lisa. Lese ich gerade Paris, du und ich von Adriana Popescu und das ist jetzt dran und ich nehme euch ein bisschen mit. Lisa. So, wie war das mit dem Bloggen? Es ist Samstag, Kar-Samstag, um genau zu sein. Ich habe gestern noch ein Buch ausgelesen, ich erzähle euch gerne noch mehr dazu. Meine Stimme ist gerade noch ein bisschen kratzig und ich werde jetzt erstmal Yoga machen.
Ja, und dann später zeige ich euch. Ich habe nämlich ein Osterpäckchen bekommen. Das packe ich dann später aus. Und ja, hatte einen sehr schönen Spätnachmittagabend noch am Wörthsee. Ich habe den Sonnenuntergang dort noch genossen und bin jetzt gerade heimgefahren. Und ja, mal schauen. Ich zeige euch eigentlich noch das Buch, das ich gestern ausgelesen habe. Und auch das, was ich heute am Wörthsee gelesen habe. Dazu gibt es ja ein paar mehr Worte zu verlieren, glaube ich, um das zu erklären. Und jetzt ziehe ich mich erstmal hier von meiner Jacke aus und dann mal gucken, was der Abend noch so bringt. Dann zeige ich jetzt euch einmal, was ich zu Ostern bekommen habe, beziehungsweise es ist so ein, naja, Ostergeschenk. Also es gibt eine wunderschöne Osterkarte dazu von der lieben Lisa. Ich habe mich so sehr gefreut. Ein Gutschein, da wird erstmal nicht verraten, was das ist. Und ein Buch, weil, ja, buchige Freunde schenken sich Bücher. Oder so. Martin Liebmann, faul zu sein, ist harte Arbeit. Sie hat das schon gelesen. Eine Ode an den Müßiggang. Und ja, fand es gut und fand es passend für mich. Deswegen habe ich das jetzt auch bekommen. Ich freue mich sehr darüber. Und ja, allein die Überraschung ist gelungen. Beziehungsweise, was heißt Überraschung? Sie hat vorher gesagt, es müsste was kommen und es kam noch nicht. Und es hat ein bisschen gedauert. Aber mittlerweile ist es da und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, morgen am Ostersonntag wird dann das Päckchen von meiner Mama ausgepackt. Denn das ist so ein definitives Osterpäckchen, dass ich das erst an Ostern aufmache. Und es reicht auch eins an einem Tag. Irgendwie, das ist schon ganz in Ordnung so. Thank you.
So, jetzt packe ich mal mein Osterpäckchen aus und zeige euch, was da drin ist, was mir meine Mama geschickt hat. Ich freue mich sehr. Oh, wie süß. Eine Karte, Geschichten für die Seele. Oh, wie schön. Die werde ich mir gleich genau angucken. Okay, Ostern 2020. Man freut sich über Mundschutzmasken. Mund-Nasen-Nasenschutzmasken. Okay. Hafer-Schokokookies. Wow, ohne Palmöl, ohne Weizen. Und die sind ein bisschen bröselig. Aber das macht nichts. Ich freue mich trotzdem. Dann eine Handcreme. Mit Avocadoöl. Die habe ich noch nicht ausprobiert und die andere davon, die gelbe, finde ich sehr gut. Und noch ein Intensiv-Repair. Pflegeintensität 4. Okay. Dann ist das noch Schokolade. Die habe ich noch nie probiert. Vegolade heißt die, von Chokri. Vegan. Vegolade mit Beeren. Ja. Gut. Und Linsen. Rote Linsen. Weil ich meiner Mama gesagt habe, dass es bei uns keine roten Linsen mehr gibt. Ja. Deswegen kriege ich rote Linsen. Und was sind das hier noch? Zitronen. Ah, Hafer-Zitronenkringel steht hier vorne drauf. Wie lieb von ihr. Süßes, nützliches für die Hände, für Mund- und Nasenschutz. Ich freue mich riesig. Ja, gebacken von Patrick. Das ist ja toll. Vielen Dank, Patrick. Oh, wie toll. Ich freue mich. Ja, trotz Ostern alleine freue ich mich sehr darüber und werde auch meine Mama anrufen und ihr natürlich danken dafür, für die tollen Sachen. Ja, für mein Ostern irgendwie. Eine Kleinigkeit von Lisa und auch noch was von meiner Mama. Ich schaue jetzt furchtbar rot aus im Gesicht. So rot bin ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht genau, warum das Licht, das eigentlich weiß ist, mich so rot macht. Ich habe definitiv Stellen am Körper, aber nicht im Gesicht. An denen bin ich ein bisschen rot geworden, weil ich heute sehr viel in der Sonne saß. Ich habe es genossen, den Ostersonntag ganz, ganz, ganz in Ruhe, ganz viel im Freien. Ich saß unten im Garten bei meinen Vermietern, habe mich sehr nett mit ihnen unterhalten, habe dann auch noch mit ihnen gegessen. Also war es sehr schön. Jetzt gerade eben komme ich vom Wörthsee, da habe ich mir den Sonnenuntergang angeguckt. Vielleicht bin ich so eine hoffnungslose Romantikerin. Das mag durchaus sein. Und ja, ich liebe Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Und am See ist es irgendwie nochmal schöner, der Sonnenuntergang, finde ich. Ja, der war gestern schon so schön und heute auch. Ich habe die Kamera nicht mitgenommen, deswegen gibt es jetzt nicht so eine tolle Aufnahme wie von gestern, aber es war trotzdem schön. Ich habe es genossen. Genau, heute wird nicht mehr viel passieren bei mir. Nö. Nö. Ja, mal gucken, was noch passiert. Ein bisschen was lesen vielleicht, aber auch das weiß ich noch nicht genau. Ich wollte euch eigentlich noch zwei Bücher zeigen. Das kommt jetzt noch. Zum einen Paris, du und ich von Adriana Popescu. Ich habe das vorgestern beendet und habe es geliebt. Ich kann es euch allen nur empfehlen. Ich werde noch mehr darüber erzählen im Lesemonat, aber oh, es war so wunderschön. Zusammen mit Lisa habe ich das gelesen und wir haben es genossen beide. Zwischendurch konnten wir, also mussten wir aufhören, weil wir es nicht wollten, dass es endet. Und andererseits wollten wir aber wissen, wie es weitergeht und es ist einfach ein wahnsinnig tolles Buch. Ich wäre am liebsten sofort am Freitag noch in den Flieger gestiegen und nach Paris geflogen, um Paris zu entdecken und zu erleben, so wie Emma und Vincent Paris hier entdecken, als Herzschmerzfreunde. Ja, leider geht es momentan nicht, aber ich war sehr kurz davor. Also so vom Inneren, vom Emotionalen her wäre ich am liebsten sofort in den Flieger gestiegen. Und das andere Buch, das ich euch zeigen wollte, ist das hier, Anatomie der Wolken von Lea Singer. Das ist das erste Buch, weil es mit A beginnt, auf meiner ABC-Challenge. Und das habe ich gestern begonnen und auch gestern abgebrochen. Genau, auf Seite 36. Ich kann gar nicht so ganz genau sagen, warum. Also zum einen ist es ein Buch, das schon sehr lange bei mir ist. Das heißt, ob ich es noch so ganz so sehr lesen wollte, weiß ich nicht. Es geht eigentlich um Goethe und um Friedrich, also um Johann Wolfgang von Goethe und um Caspar David Friedrich. Friedrich ist ein Künstler, also ein Maler und Goethe kennt man, glaube ich, ganz gut. Ja, und
Die kriegen sie so ein bisschen in die Haare, denn sie sind sehr unterschiedlich und sie begegnen sich und sind aber von der gleichen Frau fasziniert. Das Ganze ist in einem Schreibstil gemacht, sodass ich am Anfang überhaupt nichts verstanden habe. Absolut nichts. Und ich dachte mir so, hä, ist es. Ich habe mich gefühlt wie bei manch einer Schullektüre und dachte so, es kann es doch nicht sein. Also, das ist ja irgendwie in diesen Jahrtausend erschienen. 2015, um genau zu sein. Ja, ich konnte es gar nicht glauben. Also, dass es wirklich so geschrieben ist. Und es ist irgendwie auch nicht so richtig besser geworden. Ein bisschen schon. Also, ich habe mich ein bisschen reingelesen, aber ich habe dann gemerkt, das interessiert mich gerade so gar nicht. Und tatsächlich auch so sehr, dass ich sage, ich breche das ab und ich sortiere es aus. Also, ich habe kein Bedürfnis danach, das nochmal irgendwann in die Hand zu nehmen. Und das ist natürlich schade, weil es wurde hinten drauf sehr gelobt. Vielleicht habe ich es auch deswegen die Jahre über behalten. Zum Beispiel von Elke Heidenreich, Lea Singer schreibt Romane für alle leidenschaftlichen Leser. Also leiden muss man da, habe ich den Eindruck beim Lesen. Also ich fand die Schreibe irgendwie schwierig. Genau. Ihr könnt mir gerne schreiben, falls ihr das Buch kennt oder was anderes von der Autorin kennt. Sie hat, glaube ich, auch Konzert für die linke Hand geschrieben. Was mich noch interessieren würde, ist ja aber jetzt aktuell auch ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil mir das eben so gar nicht gefallen hat. Die sind nicht so richtig eierförmig geworden, aber gut. Ostermontag. Naja. Dann gibt es bei mir, das sind so kleine Schokobecher. Und da drin ist ein Smoothie aus Himbeeren, Heidelbeeren, Hafermilch und Haferjoghurt. Und hier ist mein liebstes Topping. Heute mal ohne Kokosmilch für die Pfannkuchen. Und zwar sind das Äpfel und Datteln. Schön ein bisschen karamellisiert im Topf und dann habe ich dieses Mal noch Cashew-Mousse drüber. Finde ich sehr lecker. Und hier ist der Rest von dem Smoothie. Das lasse ich mir jetzt schmecken und ja, dann werde ich mal sehen, was der restliche Ostermontag noch bringt. Und zwar der Dienstag nach Ostern. Das heißt, ich werde mich jetzt hier von euch verabschieden. Es war mir eine Freude, euch mitzunehmen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck gekriegt, wie mein Ostern dieses Jahr war. Es war ganz anders als sonst und es war auch schön. Es war schon auch schön. Genau, ich habe doch einige Zeit auch damit verbracht, zu telefonieren oder im Garten von meinen Vermietern zu sitzen oder ich war am Wörthsee und habe da den Sonnenuntergang genossen. Also ich habe schon auch was erlebt, aber doch ganz anders als sonst und das ist in Ordnung so und ich freue mich natürlich darauf, wenn nächstes Ostern wieder anders wird und ja, mit meiner Familie stattfindet. Ja, so, wie gesagt, Dienstag ist es, dank Kurzarbeit habe ich heute frei, dementsprechend war für mich nochmal ein ganz entspannter Ausklang sozusagen von den Feiertagen, obwohl die ja schon entspannt waren. Und ich konnte nochmal ein bisschen hier in der Wohnung räumen und putzen und so weiter. Und werde mich jetzt weiter auf mein aktuelles Buch stützen, nämlich Blackout von Marc Ellsberg. Vielleicht weiß der eine oder andere, ich habe es schon mal angefangen, ich habe es schon mal abgebrochen. Ich hoffe nicht, dass das wieder passiert. Ich habe es so sehr nochmal ins Herz gelegt bekommen von der Patientin und deswegen möchte ich es dann doch auch mal ganz lesen. Mehr dazu erfahrt ihr vermutlich im Lesemonat. Den gibt es dann natürlich auch für den April. Und hier an dieser Stelle freue ich mich riesig, denn es ist wie gesagt Dienstag und mein erstes Video nach einer langen Pause erscheint auf meinem Kanal. Das heißt, wenn das hier
Wenn ihr das hier seht, dann ist es natürlich schon längst da. Und zwar ist es die gelesenen Bücher, die ich bisher in diesem Jahr schon verschlungen habe, die ich zum Teil sehr gut fand, was ich da so gelesen habe. Und es war zwar nicht besonders viel bisher, aber vielleicht ändert sich das noch in diesem Jahr. Deswegen mal sehen, ich bin guter Dinge. So, jetzt an dieser Stelle muss ich sagen, ich freue mich riesig, dass es so schönes Wetter ist, denn es war angesagt, dass gestern und heute Regen ist, aber war gar nicht der Fall. Das heißt, ich werde jetzt dann nochmal kurz rausgehen. Das ist nicht so ein richtiger Spaziergang, aber ja, mein Papiermüll und meine Dosen und so wegbringen. Und dann wird, wie gesagt, ansonsten hier weitergelesen und entspannt bzw. geschaut, wie das Video bei euch ankommt. Das aktuelle mit den gelesenen Büchern von diesem Jahr. Und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich noch zu verabschieden von euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude dabei. An dieser Stelle geht vielleicht, vielleicht, versteht sie den Hinweis, gehen ganz liebe Grüße raus an die Judith. Ich vermisse sie sehr. Denn ja, wir sehen uns momentan eben nicht einmal oder zweimal die Woche zum Tanzen. Und das ist sehr schade. Denn das hat schon echt richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, das wird bald wieder so sein. Genau, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lest viele Bücher. Bis bald. Tschüss.